Und herzlich willkommen auf meinem Kanal mit dem neuen Format Pilot News. Heute mit den besonderen Themen der letzten Tagen und Wochen. Und zwar einmal eine Kollision von einer US-Drohne mit einem russischen Kampfjet. Zudem ebenfalls Schusswechsel in Santiago de Chile und leider, leider Gottes die Streiks in Deutschland. Wir hängen im Superstreik, gerade an unseren deutschen Flughäfen. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Klimablockade gehabt am Flughafen von Eindhoven. Das alles gleich nach dem Intro. Über dem Schwarzen Meer sind eine US-Drohne und ein russischer Kampfjet zusammen kollidiert. Der Hergang soll wie folgt sein, dass zwei russische Kampfjets ein Abfangmanöver mit der Drohne betrieben haben über dem Schwarzen Meer. Einer der Jets streifte dabei die Propeller der Drohne. Daraufhin musste die USA natürlich die Drohne zum Boden bringen. Allerdings haben schon davor die russischen Kampfjets Treibstoff über die Drohne abgelassen und mehrfach ihren Flugweg gekreuzt. Die USA sagte dazu, das sei ein unsicheres und unprofessionelles Verhalten, zudem mangele es an Kompetenz und Umweltbewusstsein. Die USA beschuldigt natürlich die Russen daran, dass die Drohne abgestürzt ist. Nun etwas sehr Tragisches. In Santiago de Chile kam es am Terminal zum Schusswechsel zwischen Räuber und Sicherheitskräften. Dabei wurde eine Boeing 787 von mehreren Kugeln getroffen und leider auch mehrere Personen verletzt. Die schwer bewaffneten Räuber, insgesamt 12 Mann, drangen um 7.30 Uhr morgens Ortszeit bis zum Flugzeug vor und öffneten das Feuer. Daraufhin haben Sicherheitspersonal und Sicherheitskräfte ebenfalls zurückgeschossen. Ziel bei der Aktion sollte ein Frachtwert von 32 Millionen US-Dollar gewesen sein. Ähnliche Vorfälle gab es aber auch schon 2019, als man versuchte, 750 Kilogramm Goldbarren zu stehlen. Dabei gaben sich auch die Täter als Polizisten aus. Nun ein Thema, was ganz Deutschland betrifft und was auch schon viele bestimmt mitbekommen haben. Denn in Deutschland wird momentan viel gestreikt. Davon bleiben auch leider unsere Flughäfen nicht unverschont. Denn die Gewerkschaften haben aufgefordert, an unseren deutschen Flughäfen zu streiken. Die Beschäftigten bestehen aus Bodenpersonal und Sicherheitsdiensten werden deshalb ihre Arbeit am Montag, den 27.03.2023, niederlegen. Konsequenz ist daraus, dass an vielen deutschen Flughäfen nun der Flugbetrieb teilweise bis komplett eingestellt wird. Betroffen sind vor allem die Flughäfen Stuttgart, Hamburg, München, Köln, Bonn, Dortmund, Leipzig, Frankfurt und auch Berlin. Laut den Gewerkschaften ist das Ziel eine deutliche Lohnerhöhung für die Beschäftigten des Bodenpersonals, Verkehrs- und Sicherheitsdienstes. Gefordert wird eine Erhöhung von mindestens 500 Euro. Ein Angebot soll auch schon vorliegen, diese beinhaltet eine Entgelterhöhung von rund 5% und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. Wie das Ganze ausgehen wird, werden wir in den nächsten Wochen, Monaten sehen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und zu guter Letzt gab es am Samstag, den 25.03.2023, einen Klimaprotest am Flughafen von Eindhoven. Insgesamt 500 Demonstranten protestierten vor allem gegen die Business-Jet-Fliegerei. Die Start- und Landebahn wurde dabei nicht betreten, um den normalen Flugbetrieb nicht zu stören. Trotzdem kam es kleine Verzögerungen im Flugverkehr, außer bei den Privatjets, denn an diesem Tag war solch ein Flug gar nicht geplant. Kritisiert wurde aber trotzdem die Luxusluftfahrt, wie sie von den Demonstranten genannt wird. Deswegen bzw. sie meinen, die Umweltverschmutzung von Privatjets sei unverhältnismäßig im Vergleich zum regulären Linienflug. Man sollte 2023 überhaupt gar nicht mehr solche Flüge gestatten, also quasi sollen abgeschafft werden. Was meint ihr dazu? Seht ihr es genauso wie die Klimaprotestanten? Sagt ihr, die Privatjetfliegerei hat heutzutage in Anbetracht zur Klimakrise keinen Platz mehr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin mal gespannt, wie ihr darüber denkt.